aus. Nachdem es viele Jahre, weil viele gewechselt sind. Mit dem Unfall auf dem Parkplatz nicht geklappt hat, meinte er, ja, Frauen, warum? Was? Ja. Frauen, warum? Was? Moment mal, was? Das, welcher Unfall, da fällt mir gerade ein. Ja, genau, der Unfall. Ach so, das meinst du? Alter. Ich dachte gerade so, warte, auf Unfall auf dem Parkplatz mit den Frauen, was? Über was zum Teufel redest du da? Ja, klar, jetzt weiß ich, was du meinst, ja. Dieser eine Unfall, den ich da hatte. Ja, ja. Aber du hast ja das Gelübde abgelegt, ne? Also passt das schon. Nie wieder einen Unfall und eine Frau dabei ansprechen. Mario ist ein Frauenschläger, hat Frauen im Parkplatz. Ja. Ja, es war kein. Ich meine, da hat er schon die Nummer gehabt. Ich sag mal so, es war kein Autounfall. Ein bisschen doch, es war ein Autounfall, also ist es ein Autounfall gewesen. Nein, das sollte gerade anders enden. Naja. Scheiße, wo war nochmal das? Ich glaube, in die Richtung muss ich gehen. Ja, in die Richtung muss ich rennen. Juhu! Au. Einziges deutsche Team in der Quali fliegt wahrscheinlich raus. Wieso? Es steht wahrscheinlich gleich 1-1 noch zwei Maps. Das wird knapp gegen die Engländer. Ach, es läuft schon! Mhm. Okay. Gerade Achtelfinale, glaube ich, ist das, ja. Au. Au. Ups, falsche Stein. Nein. Lauf. Lauf, Lampe, lauf. Ich hoffe, ich sehe die Brücke gleich irgendwo wieder. Lol. Ich glaube, das nächste Mal, bevor ich irgendwie wieder aufnehme und Musik mit dabei aufnehme, höre ich mir die Musik mal an. Cool. Ist hier so schlecht, oder was? Es ist einfach mega lustig gerade. Hm. Oh Gott. Fuck, ich finde den Weg nicht mehr zurück. Kann man jetzt eigentlich schon spoilern bezüglich eventuellem Vlog? So, jetzt bin ich erst wieder da. Ah, ich muss sehen, was spoilern für eventuell Vlog? Spoilern für Vlog? Ja, Amerika, Japan, was weiß ich. Ich mach schon Tour. Ich sag mal so, man könnte darüber reden. Allerdings habe ich das schon sehr oft gemacht, dass ich über was geredet habe, was und demnächst erscheint und es ist nie erschienen. Wir fahren aber natürlich noch nach Japan. Nach Amerika. Ich hab's auf jeden Fall vor. Nur es. Und Michi, Amerika fahren wir auch noch. Es ist bis jetzt auch immer so gewesen, wenn einer abgesprungen ist, sind irgendwie alle anderen auch mit abgesprungen. Das war bis jetzt immer so. Ich hab keinen Bock, alleine irgendwo hinzureisen. Also ich sag so, ich zieh's auf jeden Fall durch. Wenn einer von euch auf jeden Fall mit dabei ist, zieh ich das durch. Warum zeige ich dabei so auf dem Bildschirm? Wo sind denn jetzt hier die Tastenkombination für Screenshot? Wo ist das? Die Frage ist, wann ihr das wolltet, ne? 30. Aber mich Juli. Geht, glaub, wir fahren erst nach Japan und dann irgendwann nach. 30. Amerika. Juni. Juli. Juni, Juli. Nach August fahren wir. Ja, 30. Juli bis ach, zum 12. Genau. August. Das waren jetzt die 2 Wochen, die wir nehmen wollten, auf jeden Fall. Kann ja sein, dass das Jahr noch ein paar Tage gekürzt wird. Alter, wo ist jetzt diese Scheiß... Was fängt denn da an? Ich krass dir gleich aus. Ne, einfach so. Wir sind ja nicht mehr feriengebunden. Juhu. Ja, deswegen frage ich, was fängt da an? Nix. Also, da fängt halt dann der August an, ne? Ja, das Leben. Zum Ende Juli. Toll. Hä, wo ist denn jetzt... Mann, ich finde den Knopf nicht. Warte, da. Take Screenshot. Das mache ich mir jetzt erstmal auf F6. Nächstes Mal, wenn ich das Mikrofon nämlich mute, dann steht er da drinnen. Ja, wisst schon. Ich weiß jetzt gerade nicht, was du willst. Jedes Mal, wenn ich das Mikrofon mute, wenn irgendwas ist oder so, dann mache ich halt jedes Mal ein Screenshot, weil die Mikro-Kombi bei mir auf Shift und F2 gelegt ist. Die Karte. Okay.
Da ist Chris, da ist die Brücke. Okay, ich bin auf dem richtigen Weg. So, grob. Wir müssen ja irgendwie runterkommen. Wohin gehst du denn? Ich bin gerade wieder auf dem Weg zurück zu einer Brücke bei Christian in der Nähe. Oder, ja, meinst, du grad, oder meinst du die Frage gerade auf den Rock bezogen? Nö, ja, alles gut. Okay. Meines mit der Brücke, wo du jetzt bei der Brücke bist. Oder welche Brücke du jetzt meinst gerade. Ja, somit ist jetzt die Vlog-Sache angedeutet. Es ist aber noch nicht genau drüber geredet worden, oder? Das reicht. Nein. Okay, das reicht. Nein, es steht im Raum, dass wir eine kleine Tour machen, so eine Zwischendurch-Tour nach Japan. Ich bin ja immer noch für Amerika. Was wollt ihr denn bei den Japanern? Christian, warum lachst du so komisch? Na, mir sind ein paar unzügliche Sachen eingefallen. Einen Japaner machen könnte. Zum Beispiel japanisch essen. Das ist nicht anzüglich. Oder. Kannst auch in ein Restaurant gehen. Kannst auch japanisch essen. Ja, aber das ist nochmal ganz anders als in Japan selber. Was ist der Unterschied? Es ist in Deutschland. Ja. Alter, ich könnte mich gerade selber dafür schlagen. Diese Logik einfach. Ja. Es ist wahr, aber es ist trotzdem einfach nur so. Dumm? Oh oh. Ich hab endlich mal wieder Essen. So, jetzt hab ich das sogar gegangen. Okay, ich spring nochmal auf, bis gleich. Jo. Also ja, wir wollten nach Japan und uns da mal ein bisschen so umgucken, was da so abgeht. Ey, was geht so ab bei euch? Und. Überlebe ich das? Ich glaube ja. Au. Ich hab nur noch 4 Herzen. Bei der Farm ist das echt scheiße, dass man automatisch springt. Das kannst du ausstellen. Automatisch springen? Ja. Ja. Das haben wir nicht. Echt? Wusste ich gar nicht. Ja. Ja, das haben wir nicht. Ah, das ist schon verwunderlich. Im Dunkeln habe ich diesen Wald schneller gefunden als den Rückweg am Tageslicht. Es ist erstaunlich. Du bist ein bisschen verpeilt, ne? Nee, eigentlich nicht. Erstaunlich, wie verpeilt du bist. Wo setze ich das zurück? Optionen, Controls, oben rechts. Auto-Jump. Ach da, schon gefunden. Ich habe die Brücke auf jeden Fall gesehen. Chris? Ja? Hast du Essen bei dir? Weiß noch, Rutze. Oh, warte, ich bring mein eigenes Essen mit. Du darfst ihn nehmen. Ein Huhn! Würdest du etwa wieder meine Hühner? Nein. es sei denn, dieses Huhn ist dir entlaufen. So. Okay. Immer wenn ich bei dir so rein höre, ich weiß ja nicht. Tötest du wieder meine Hühner? Nein. Nom nom nom. Nein, aber die schmecken sehr gut. Juhu, ich hab's geschafft. Ist das ins Wasser gefallen oder so? Ich hab irgendwas ins Wasser fallen hören. Ne, war ich nicht. Nein. Warum hört sich jedes Nein so unglaubwürdig an? Wo deine Neins? Ich und mein Nein. Nein. Wir haben verdammtes Essenmangel. Nein. Ey, Chris, das ist mein Nein. Nein. Na scheiße, warum hast du das Wasser da unten eingebaut? Ich brauche es, um runter zu springen. Okay, ist ja noch. Okay. Ich habe eigentlich das Nein schon erwartet. Alter, wo komme ich jetzt hier runter, ohne zu verrecken? Bist du überhaupt? Über dir. Okay, das funktioniert, das funktioniert. Okay, juhu! Funktionieren einfach. Guck, jetzt habe ich auch hier so einen Gang. Moment, ich muss dringend was essen. Willst du jetzt was von meinem Essen nehmen? Warte mal, habe ich nicht irgendwo Kuchen? Warte mal, habe ich nicht irgendwo Notfallkuchen? Ich brate mir gerade was. Ich hab Notfallkuchen. Ich sehe Notfallkuchen. Ah. Oh, das ging schnell. Du hast gesagt Notfallkuchen. Gott, das ist so groß, nur dass er mir einfach mit der Schaufel gegessen. Fette Schwein, du. Der erste Kuchen in 3 Zügen mit der Schaufel aufgefressen. Und das gerade? Warte, das brate ich auch noch mit durch.
Geh nochmal in eine Höhle, ne? Okay. Falls mich jemand braucht. So. Guck mal, ich hab schon ein bisschen was gebaut hier. Ja, ich guck mal. Hab ich einfach schon einen Gang, wo man hier durchlaufen kann, drüber. Microphone muted. Du kannst fast ganz activated. Durchlaufen. Also, es fehlt nur noch diese eine Ecke hier. Ja, eine Ecke nach da, da kann man sonst durchlaufen. Also hier ist, geht das noch nicht. Auch. Ja. Ja. Aber hier geht's wieder. Na. Ich hab's geschafft. Springen für Anfänger. Wir schaffen es wieder. Also ich finde das geil, dass einfach hier die Brücke durchgeht. Jetzt falle ich ins Wasser. Nein. Christian, nein. Du weißt, was passiert. Du hast Wasser zum Löschen. Ich bin trotzdem sofort tot. Ja, aber du hast keine Schuhe, ne? Ja, ich weiß. Die ganze Zeit hattest du keinen Helm, jetzt hast du keine Schuhe. Was ist? Ja, jeden Tag fehlt etwas. Bleibt das hier oben quasi so freiluftmäßig? Das? Das hier? Ja. Okay. Das ist echte Freiluft. Ach, also warst du dein das, Schäler, ne? Das ist echte Luft. Das ist ein Schäler, ne? Ja und? Deswegen, ich meine, deswegen siehst du das nicht, ne? Oder? Was sehe ich nicht. Ob das jetzt Freiluft ist oder nicht? Oder kannst du es gut erkennen? Hier oben ist einfach alles offen. Ja, es ist offen. Also genau jetzt, warte. Jetzt ist über mir Glas, jetzt ist offen. Glas, ja. Offen, Glas, offen. Was soll ich jetzt erkennen? Ich war mir jetzt nicht sicher, ob du das mit dem Shader gut erkennen kannst, ob da jetzt was ist oder nicht. Nee. Ich erkenne das. Ja, das ist ja gut. Schön für dich. Ich erkenne das. Alter, es ist krass, wie viel Essen man da so schnell verliert. Also, einen ganzen Notfallkuchen hast du gegessen. Ich bin davon immer noch nicht satt, ich habe noch 2 Sekunden wieder Hunger. Alter, du fette Schwein, wie das mit mir? So, dann kannst du endlich mal weitergehen hier unten. Yay! Was macht ein Schaf in der U-Bahn? Was? Hier ist ein Schaf in der fucking U-Bahn. Ich korrigiere, hier war ein Schaf. Ach, das wäre schon der Anfang für so einen schlechten Witz. Was macht ein Schaf in der U-Bahn? Was macht ein Schaf in der U-Bahn? Es macht mich scharf. Gott, nein. Nein, nein. Weißt du, was ein Schaf in der U-Bahn macht? Ah, Kacke. Wow. Wow. Ja. Einfach nur wow. Krass, ne? Davor so eingefallen. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich habe ja noch die ganzen Minecraft-Aufnahmen vom Anfang an. Ich habe noch keine Aufnahme, also zum jetzigen Zeitpunkt, veröffentlicht. Ich habe noch keine geschnitten. Das heißt, ich könnte das mit dem Vlog theoretisch auch so timen, dass es erst danach erscheint. Oh, ja, genau am nächsten Tag kommt dann der Vlog. Theoretisch könnte ich das so timen. Verdammt. Was? Mach mal. Okay, warte, ich mach das jetzt nochmal. Wir sind morgen in Japan. Warum? Oh oh. Und da kommt Michi so schon gekommen und sagt, Amerika! We all living in America. Amerika ist wunderbar. Wollte ich mal kurz gesagt haben. Nee. Los Axos. Los Christian Axos. Ich habe eine Höhle gefunden. Direkt unter mein Haus. Das ist praktisch. Das kommt, habe ich gehört, kommt häufiger vor. Aber ist das unter welchem? Ist das unter deinem Stadthaus? Nee, das ist unter meinem Außerhalbhaus. Außerhalbhaus? Wo hatte ich die? Ja, hatte ich die. Und direkt davor ist ein Creeper. Super. Super. Der passt doch ein Wort von einem Anime zu dir, oder Chris? Kann das super. Lustiger, ist ein lustiger Anime. Och, scheiße. Aber jedes Mal, wenn da irgendwas so dramatisch passiert, lösen wir das auch mit irgendwelchen komischen Witzen. Was? Also da stirbt einer von denen und dann wird einfach wieder belebt. Und also das Ding ist, ist einer gestorben und ist in der Zwischenwelt. So denkst du, okay, also da wo wir quasi wie im Himmel so. Also der japanische Anime-Himmel.
Der Panik-Anime. Wo irgendwie so eine Göttin mit dir redet. Jetzt ernsthaft? Ich nenne das jetzt einfach nur so, weil ich sage einfach die japanische Anime-Version von Anime. Also das ist so eine Göttin, redet mit dem. Und du denkst, ah, jetzt entweder steigt er auf in den Himmel oder kann ein neues Leben anfangen. Also wieder von vorne. Und dann spricht einfach einer zu seinem toten Körper. Hey, du, komm da wieder zurück. Ich belebe dich gerade wieder. Jetzt ernsthaft. Ja, der freut sich schon, ah, ein neues Leben, wo ich selber aussuchen kann. Ich möchte gerne so eine tolle reiche Familie aufwachsen, mit netten Geschwistern. Freut sich schon und dann wird er wieder belebt. Also, nein! WTF. Ich glaube, ich muss den auch mal gucken. Borna gibt's hier drin nicht, oder? Also. Konntest du was aber auf Japanisch, ne? Musst du dir dann mit Untertiteln. Nein! Und was war deine Frage, Leon? Spawner gibt's nicht, oder? Wie Spawner? Hier Zombie-Spawner. Klar? Doch. Wie soll den sonst erscheinen? Direkt bei Michis Hütte gibt's einen. Ach, und du meinst du Farm, meinst du? Nein, ganz auch wir Spawner haben. Wir haben Spawner und wir haben sogar Farm. Eine Farm, aber. Zombie-Farm bei Michi ist jetzt nicht so krass, aber der Eames hat eine krasse, glaube ich. Ich meine, es wäre der Eames, der die hätte. Nee, nicht Eames, Easy hat die krasse. Ich hab einmal einen Element mit einem halben Herz und zwar und auch noch mit einer Hand erlegt. Jetzt gerade oder? Ja, jetzt gerade eben. Oha. Ohne Rüstung. Mit einem halben Herz. Ja, ich bin auf Easy, deswegen ist alles einfach. Normalerweise bei Easy kommen nicht wirklich Elements. Doch. Oh, die Spawns sind unverändert, die Monster machen nur viel weniger Schaden. Hier ist so eine riesige Höhle, ne? Bei mir. Wie riesig? Ja, die ganze Zeit unterm Berg ist hier so eine riesige Höhle. Also unter meinem Haus. So ein Spalt wahrscheinlich, ne? Ne, nicht so ein Spalt, sondern so echt richtig viele Gänge. Achso, ein Gänge, ja, dann ist das wahrscheinlich die Gemeinschaftsmine. Ja, aber da ist Eisen überall. Aber warte mal, nee, du warst doch in dem Berg, in der Nähe von Clemens, ne? Ja, genau. Ja, dann, ja. Aber hier ist überall noch Eisen, deswegen. Meinst du eine Schlucht? Nein, aber ich kann doch. Jetzt nicht. Richtige Höhle, wo richtig viele Gänge drin sind. There's something strange in meiner Ebene. Natürlich generiert oder künstlich gebaut? Nein, bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Ich glaube, er meint wirklich, Nein! Tipp. Oh Mann. Nein, Schweigeminute. Warum spawn ich bei Clemens? Schweigeminute. Spawn bei Clemens, weil du vielleicht. Hast du nicht da im Bett gepennt? Nee, da hab ich ja nicht geschlafen. Ja, aber Clemens vielleicht. Ich hab ja heute schon einmal geschlafen und zwar in irgendeinem komischen Haus. Ist das Bett vielleicht wieder weg? Wenn du das Bett abgebaut hast, ist es wieder weg, ne? Wo jetzt? Bei Clemens? Ja, warte mal, wenn das Bett eigentlich wieder weg ist, was er abgebaut hat, dann müsste er eigentlich jetzt am Spawn sein. Ja, eben. Das ist komisch. Nee, also ich bin gerade in dieser komischen, merkwürdigen Dreckshülle gespawnt. Dreckshülle, sag ich schon. Bei Clemens in diesem komischen Scheißding da drin. Ja, na, Dreckshülle. An einer Dreckswendeltreppe. In Drecksbau. Im Drecksloch, schon klar. Das ist Clemens. Ja, sein Zimmer sieht hier auch genauso aus. Ja, weißt du, wie viele Pizza der Kartons er gestern hatte? Warte mal. Sein Zimmer sieht genauso aus. Hat er auch so eine Wendeltreppe bei sich zu Hause, wenn der wohnt? Nein, aber weil du ja dreckig angesprochen hast. Ja. Leute, wir haben gerade die einmalige Möglichkeit, mehr über Clemens Privatleben herauszufinden. Und das in der YouTube-Aufnahme. Aber dreckige Geheimnisse. Viele hat er. Ich will es nicht wissen. Sehr viele. Leg los. Nein. Nee, lieber nicht. Ich möchte endlich, dass Clemens irgendwann in sein Zimmer weint. Ich möchte das nicht. Und immerhin ist Leon derjenige, der mit ihm zusammenleben muss. Mein Nee, Beinheit. Nicht unbedingt. Ich lebe ja bei meiner Mutter. Ach, mir kann es eigentlich scheißegal sein. Okay, dann hau raus. Hau einfach. Nein, der soll ja nicht weinen. Nein, der soll ja nicht vom Computer sitzen und 3 Stunden da weinen. Das ist wahr. Ich muss Clemens auf jeden Fall diese Aufnahme mal zeigen. Das ist wahre Bruderliebe. So. Oh Christian, ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass ich hinter deinem Haus ein bisschen weit sitze.
Ist eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaun. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!